Gott wird predigen durch den Heiligen Geist. Er wird den Heiligen Geist in alle Herzen hineinbringen und jeden Menschen erkennen lassen, wie er vor Gott steht. Und das wird so eine gewaltige Kraft sein, dass wir Priester nicht mehr aus den Beichtstühlen rauskommen. Die bringen uns die Pizza noch dorthin. Dann wird Gott eingreifen. Weil das können wir gar nicht mehr machen. Wir können jetzt ein bisschen predigen, versteht ihr schon. Aber diese Predigt des Heiligen Geistes, die wird in alle Herzen hineinkommen. Da wird nachher auch, so heißt es, nachher diese Zeichen erscheinen, diese Zeichen, die nicht weggemacht werden können. Du kannst mit dem Bagger herkommen, kannst du durchfahren, da geht nichts, verstehst du? Aber seht ihr, wie der barmherzige Gott vorgeht, dass er so eine Gnade uns noch schenkt. Müssten wir da nicht hinstehen und sagen, nee, jetzt aber los. Manche sind so, es ist alles am Ende. Ich sage es euch, jetzt beginnt's. Und wir gehören zum Sieger. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt. Unser Glaube, das besiegt die Welt. Und diese Zeichen werden kommen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, wir loben und preisen dich, dass wir das anschauen dürfen, ein bisschen schneller, dass wir noch ein bisschen was durchbekommen. So, es ist natürlich eine enorme Vielfalt und ein großer Stoff, da alles durchzubekommen. Gehen wir nach den Bildern einfach auch vor. Hier ist auch etwas, wo wir aufpassen müssen im geistlichen Leben, dass wir nicht alles auf die lange Bank schieben. Ein tolles Bild, oder? Eine lange Bank. Und das schönste Möbelstück des Teufels ist die Bank. Die lange Bank. Dass das, was du jetzt tun kannst, einfach verschiebst. Und du musst einfach wissen, wenn du nicht in die heiligmachende Gnade kommst, dein Leben nicht aufräumst, kannst keine Verdienste in der Weise für dich sammeln im Himmel, weil du überweist auf das Konto im Himmel. Wir sammeln nicht Schätze, die Motte und Rost verfressen, sondern Schätze, die hinüberreichen bis ins ewige Leben. Und nicht nur so, dass du ein Bankkonto voll hast, sondern dass wir in der heiligmachenden Gnade so wirken können und Gott hört auf uns. Wer in mir bleibt, also wenn wir in der Gottesfreundschaft durch die Taufe bleiben und wenn er in uns ist, in der Liebe des Sakramentes, der heiligen Eucharistie, und wenn alle Worte in euch bleiben. Das heißt ja bei Paulus, der Reichtum des Wortes soll in euch wohnen. Oder es steht, wer mein Wort annimmt, jetzt kommt's, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Das muss man sich mal runtergehen lassen. Wir denken oft, ein Christentum, ein strahlendes Christentum zu leben, manchmal sogar in wunderbaren Strukturen, die wir selbst gemacht haben. Das haben die Pharisäer auch gemacht. Die haben um die 10 Gebote noch 624 Gebote gemacht. Menschensatzungen, sagt Jesus. Da machen wir ein System, versteht ihr? Aber innen drin ist die Liebe zum Herrn nicht mehr. Und die Liebe zum Gebot, dann machen sie durch die 624 Gesetze, hebeln sie das eigentliche Gebot der 10 Gebote aus. Das geschieht jetzt auch wieder in der Kirche. Wir tun im Grunde jetzt neue Gesetze machen, wo wir die Gesetze Jesu Christi, die göttlichen Gesetze aushebeln. Da beklagt sich Jesus und sagt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, wehe euch! Ich frage mich manchmal, hey, was lesen die eigentlich in der Heiligen Schrift? Wir kommen ohne die Heilige Schrift, können wir nicht in die Gottesliebe hineinkommen. Wer mein Wort annimmt, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet.
Merkt ihr, da gibt es nichts anderes. Ja, glaubt ihr, dass wir irgendwie anders hinkommen? Oder dass wir durch eine historisch-kritische Methode, die ideologisch verfärbt ist, dann die ganzen Worte Jesu Christi aushebeln, demontieren, wie ein Steinbruch nehmen und sagen, das gilt nicht, das gilt nicht, das gilt nicht. Dann würde ich fragen, mit was für einer Autorität sagst du das, dass das jetzt nicht mehr gilt? Wenn das vorher 2000 Jahre geglaubt wurde. Ja, die waren primitiv. Jetzt haben wir die Wissenschaft. Jetzt sagt uns die Wissenschaft, das ist alles von den Aposteln. Die haben noch was dazu gemacht. Jetzt müssen wir mal drangehen mit unseren wissenschaftlichen Kriterien und dieses Wort Gottes entrümpeln. Entmythologisieren, sagen sie in einer Weise. Dann tun sie es im Grunde noch entleeren von dem, was die Apostel dazu gemacht haben. Und stellt euch mal vor, sie stellen die Apostel als Lügner hin. Ja, was ist denn das? Und das, unsere Theologen, unsere Schriftgelehrten, die heutigen teilweise. Dann zerstört eine Wissenschaft das Wort Gottes. Wie auch Jesus es gesagt hat, bringt das Wort Gottes nicht um seine Kraft. Weil es rettet jeden, der daran glaubt. Nichts anderes rettet. Aber wenn wir einen Generalangriff machen, und der kommt natürlich, wisst ihr, jetzt in der Kirche, genauso wieder von innen und von den eigenen Theologen und Schriftgelehrten, wie es vor 2000 Jahren in Israel war. Dort kam der eigentliche Angriff von innen, von den Schriftgelehrten, Pharisäern, Sadduzäern und Hohenpriestern. Von innen. Nicht von der Welt, von innen haben sie ihn nicht angenommen. Und sie haben alle Schriften gehabt. Jesus sagt, ihr forscht in den Schriften, aber gerade die Schriften sprechen von mir. Aber ihr habt eure eigenen Vorstellungen. Merkt ihr? Und sie machen 624 Gesetze dazu und hebeln dann alles aus, sogar noch das Wort Gottes aus. Deswegen spricht Jesus oder spricht das Alte Testament in einem schönen Bild von dem manchmal, sind nicht alle, versteht ihr? Es gibt ganz gute Professoren und gläubige Professoren, will da nicht, aber wir müssen auch klar sprechen, weil es schon vor 2000 Jahren so war. Die Cracks, versteht ihr, die Cracks in der Bibelkunde, die haben Jesus umgebracht. Das ewige Wort, die haben die Liebe umgebracht. Das waren Profis im Wort. Und die waren voll neben der Mütze. Und das kann immer wieder passieren. Wenn ich durch eine falsche Wissenschaftlichkeit das Wort Gottes so aushebele, dass es entstellt ist und keine Kraft mehr hat. Das in dem Bild im Alten Testament in Gerichtsreden gegen die Priester und die Schriftgelehrten auch ausgeführt. Ein ganz schönes Bild, das hat mir sehr viel gesagt. Ihr Hirten, ihr zertrampelt die Weide. Und dann sagt er zu den Schafen, und nun fresst. Wie muss man das jetzt interpretieren? Die Weide ist das Wort Gottes. Denn wer sie auf gute Weide führen und das ein Schmaus für sie ist, so, wisst ihr, also es gibt nichts Besseres. Kamen Worte von dir, so verschlang ich sie. Sie waren mir Glück und Herzensfreude. Und hier gehen die eigenen Hirten hin, zertrampeln die Weide bis zur Unkenntlichkeit und dann sagen sie zu den Schafen noch, und nun fresst. Sie trampeln auf dem eigenen Wort rum, dass das Gotteswort ist. Es ist nicht Menschenwort, sondern was es in Wirklichkeit ist, Gotteswort. Wenn die Ehrfurcht nicht mehr da ist, ich sag's euch, da geht jede Kirche kaputt. Seht ihr, da wird alles ausgehebelt. Da werden andere Gesetze gemacht und vor allem verändert sich alles. Das ist die Weltlichkeit, die eintritt. Oder sie stellen sich an die Stelle. Und wollen jetzt über das Wort Gottes herrschen. Aber das haben die Heiligen und die Märtyrer, die in den Tod gegangen sind für diese Wahrheit, die Christus ist. Und für die Wahrheit des,
des Evangeliums, die Wahrheit der Heiligen Schrift, die sind in den Tod gegangen. Wie stellen Sie eigentlich die hin? Die sitzen in ihren Palästen vielleicht, die sitzen in ihren schönen Wohnungen, haben vielleicht dicke Bankkontos auch noch als Professoren, ja, bezahlte Knechte, aber wenn der Wolf kommt, dann hauen sie ab. Und um die Schafe kümmern sie sich nicht mehr. Hier sind die Gerichtsreden im Alten Testament gegen die Priester. Da verschlägst du ja die Sprache. Da musst du selbst umkehren, als Priester. Versteht ihr? Ich will nicht den Zaun brechen. Das macht Gott selbst. Und ihr merkt, er geht gegen die vor. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer. Im Alten Testament genau das Gleiche. Das sind Gerichtsreden gegen die Priester, gegen die religiöse Elite. Was macht ihr aus dem Glauben? Wie demontiert ihr alles, dass ihr selbst nicht mehr an das glaubt? Wichtig, versteht ihr, dass wir da auf einem klaren Kurs bleiben. Ich habe es jetzt einfach erklärt, dass ihr es versteht. Ohne, ich bete für die, versteht ihr? Aber ich sehe, da läuft ganz viel falsch. Das ist eine ganz große Gefahr. Überlegt euch, die war schon bei Jesus. Die haben ein Kesseltreiben um den gemacht, in die Enge getrieben. Und mittels des Wortes wollten sie noch aushebeln. Wisst ihr, wie es jetzt auch noch heute in Israel ist, teilweise? Diese, erkennt ihr die Reden von dem Gottesknecht in Jesaja? Er wurde durchbohrt wegen unserer Missetaten, zerschlagen wegen unserer Vergehen. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Ja, war wie ein Lamm, der zum Schlachtbank geführt wird und durchbohrt. Er lärmte nicht, er macht nicht seinen Mund auf, sondern er gab sich hin. Aber durch ihn wird mein Plan gelingen, heißt es. Wird Gott seinen Plan gelingen lassen, der Gottesknecht. Das darf der Jude nicht mehr lesen. Weil es natürlich vollkommen Jesus beschreibt, was er gemacht hat. Aber hier ist ein anderes Bild der Vorstellung da, was sie haben. Und das ist ihr Gesetz. Merkt ihr? Und dann hört man nicht mehr auf das Wort. Sie werden dann wieder kommen und sie werden weinen um den einzig Geborenen, der gestorben ist. Sie werden kommen. Und es steht sogar im Johannesevangelium, hört genau zu, das ist eigentlich die Stelle des Antichrist, der kommen wird und Jesus nachäfft. Ich bin, er sagt es zu den Juden in den Streitgesprächen, in den letzten Tagen war es jetzt dran, im Evangelium, das ist eine ganz, ganz wichtige Stelle, geheimnisvolle Stelle, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr habt mich nicht gewollt, Komma. Jetzt geht es im Singular weiter, ein anderer wird kommen in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Den werdet ihr annehmen. Das kannst du fast nicht verstehen. Von wem spricht er jetzt? Das ist ja eine Person. Und da sagen die Väter zum Beispiel, das ist der Antichrist. Das sind ganz viele Passagen. Aber hier ist Johannes Evangelium, das ist höchste Güte, versteht ihr? Es ist Evangelium. Das ist der Lieblingsjünger, der auch die geheime Offenbarung geschrieben hat. Das ist eben der Lügenprophet, der dann hinabgeworfen wird in die Hölle mit dem ganzen Leid, den er hat. Oder es wird von ihm gesagt, es ist der falsche Prophet. Und wer ist der richtige Prophet? Jesus. Bei Exodus steht, ich werde einen Propheten unter euch erstehen lassen wie Mose. Mose ist ein Vorläufer für Christus im Alten Testament. Einer von vielen. Viele repräsentieren Jesus, aber in der Fülle der Zeit kommt er selbst. Ihr habt ja mit den Propheten gemacht, was ihr wolltet. Versteht ihr? Und deswegen kommen auch dann die Pharisäer und Schriftgelehrten, wo der messianische Aufbruch schon unten bei der Taufstelle bei Jericho beginnt, kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten oder die Diener, die sie schicken, sie kommen ja nicht mal selbst, schicken hin und fragen ihn,
bist du der Prophet. Weil es wird der Prophet sein. Der Prophet ist der Messias. Aber das ist der Prophet aller Propheten. Deswegen sagt er, hier ist mehr als Salomo, hier ist mehr als Abraham, hier ist mehr als alle Propheten zusammen. Der wird noch auftreten. Ich frage mich dann, was wird er wollen? Und die ganze Lehre zeigt, dass er gegen Christus kämpft. Er wird ihn Lügner nennen. Er wird sagen, er ist der Messias. Und die Juden werden ihn annehmen. Aber dann ist die Barmherzigkeit Gottes so groß, da wird er letztlich, wie Hildegard zum Beispiel sagt, wird er, als er alles nachäfft, er äfft nach, er macht Wunder, alles mögliche Zeug, das könnt ihr ganz, ganz gut nachlesen, Wunder, Zeichen, alles mögliche, er äfft nach, alles mit Dämonen. Deswegen gebt ihr Acht mit Zeichen und Wunder. Müsst ihr sehr, sehr Acht geben. Viele können so Scheinwunder machen durch Dämonen. Da ist dermaßen viel umher. Rennt dem Zeug nicht nach. Rennt ihm nicht nach, prüfet, ob die Geister aus Gott sind. Er äfft all die Dinge nach, die Scheinwunder wird er machen. Und er wird auch nachäffen, dass er geht hinaus, macht auch Jünger und tut es über die ganze Erde ausbreiten, weil er sich anbeten lässt. Und er wird auch alles nachäffen. Er wird sich auch töten lassen, als Schein töten lassen, die Auferstehung nachäffen. Dann die Himmelfahrt sogar nachäffen. Aber bei Hildegard steht, dass dann der Herr mit dem Hauch seines Angesichts kommt, mit seiner Gegenwart, wie es heißt im Thessalonicher Brief, und er wird ihn töten mit dem Hauch seines Angesichtes. Und dann wird dieser falsche Prophet, also merkt ihr, er tut sich als wahrer Prophet dann im Grunde kundtun, dass er der Prophet ist, wo im Grunde auch noch das auserwählte Volk darauf wartet, sie werden ihn annehmen und dann werden sie erkennen, sie sind auf den Leim gegangen. So sagt es die Hildegard. Also wir gehen da noch spannenden Zeiten hin danach, also darauf zu. Deswegen müssen wir uns ein bisschen auskennen in der Apokalypse. Man muss sich ein bisschen auskennen, dass man diesen Verführungskünsten, die jetzt auf uns zukommen, und diesen Einbrüchen entgegenstellen kann im wahren Geiste Jesu Christi. Und das dürfen wir nicht auf die lange Bank schieben. Ja? Sondern auch dranbleiben. Nicht verdrängen, sondern hingehen. Ich setze mich mit dem auseinander. Ich bleibe da nicht in all dem Denken und beschäftige mich mit all den Dingen, die nichts bringen. Himmel und Erde werden vergehen, aber was wird nicht vergehen? Das Wort Gottes. Warum? Warum nehmen wir es nicht auf? Viele sagen, okay, ich verstehe es nicht. Sie kommen ehrlich zu mir und sagen, ich habe keinen Zugang. Dann sage ich jetzt, dann nimm diese Bücher und lies. Ich habe es verstanden dann. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe auch einfache Zugänge gesucht. Und habe auch Gott gebeten, gib mir was Einfaches. Ich verstehe es sonst nicht. Aber da muss man ein bisschen dranbleiben. Ein bisschen Mühe muss da sein. Und dann wird es immer schöner, dass man die Dinge und die Zusammenhänge immer mehr versteht. Immer mehr. Schieb das nicht auf die lange Bank. Denk ja nicht, wenn es dann so weit ist und rumpelt. Und wenn mal irgendwas losgeht. Wir haben es jetzt gesehen bei Corona, wie schnell das mal was losgehen kann. Dass man dann hingehen und sagen, jetzt muss ich mir mal eine Heilige Schrift kaufen. Es ist zu spät. Dann ist es zu spät. Oder jetzt muss ich mal beichten gehen. Dann ist es zu spät, versteht ihr? Das geht nicht. Sondern du musst in rechter Weise, jetzt wo du drüber brüten kannst
und dich erfreuen kannst an dem Wort und immer tiefer hineindringen kannst in das ewige Wort des Vaters, das nicht auf die lange Bank schieben. Es ist genauso, wenn du im Büro alles auf die Seite schiebst und das Wesentliche nicht machst. Und dann hast du immer ein schlechtes Gewissen. Ihr wisst doch, wenn du dran gehst, wieder aufräumst, dann fühlst du dich gut. Und manchmal ist diese Trägheit in uns drin, auch im geistlichen Leben. Ich sehe kleine Häppchen und die Treue im Alltag, täglich im Wort Gottes zu sein, bringt eine enorme Frucht. Und ich sage es euch, Jesus ist dann dran und sagt, wenn du schon so treu bist, dir wird es gezeigt werden. Gott nimmt dann selbst diese Sache in die Hand. Das nächste ist, dass wir ein bisschen so tagträumen. Das passiert manchmal bei vielen, oder? So Tagträumereien. Dann nimmst du dich in diese Scheinwelt, du hältst in dieser Welt nicht mehr aus. Und dann gehst du so in die Tagträumerei. Ja? Man will dann entfliehen in eine harmonische Welt. Ja? Man hält es nicht mehr aus. Das ist oft einmal auch so, wie es jetzt bei der Basilea Schlink gewesen ist, sind die Schwestern anscheinend auch auf sie gekommen. Und gesagt, ja, ich träume da manchmal ein bisschen. Wie komme ich da weg? Das sind so Wunschbilder, das sind so Harmonie-Träumereien. Manchmal sogar auch dadurch, viele gehen in diese harmonische Welt, in diese Welt, wo sie sich wohlfühlen, weil sie traumatisiert sind in der jetzigen Welt, wo sie ganz tiefe Verwundungen in sich tragen. Haben sie wie eine so kleine Welt, wo sie sich wohlfühlen. Das passiert wirklich mit denen vorwiegend. Die spalten sich dann ab, man nennt es auch in der Psychologie, die spalten sich ab und gehen in eine Scheinwelt, in eine Traumwelt. Da habe ich noch die Harmonie, die eigentlich meine Seele ersehnt. Weil du so viel in deinem Leben ertragen musst. Das können wir ganz gut verstehen, gell? Das macht der Mensch automatisch. Das machen auch Kinder dann, die ganz traumatisiert werden. Die sind ganz stark in dieser harmonischen Welt und spalten sich ab, dass sie es noch ertragen können. Kann man gut verstehen. Hat was mit Liebe zu tun. Also nicht nur schlecht, versteht ihr? Und da sind auch vielleicht so darunter, zu mir haben sie auch immer Träumer gesagt. Ich war so ein richtiger Träumer. Mittendrin konnte ich abschalten, da war das größte Tumult. Aber das habe ich eher als mystische Anlage immer mehr verstanden, dass Gott es gegeben hat. Diese Mystiker, die können sich hineinversenken in die Welt Gottes. Zu mir haben sie ja immer Träumer gesagt. Also wenn ihr Kinder habt, die so rumträumen, kann eine Gabe und eine Anlage der Mystik dahinter stecken. Ich weiß auch, um mich herum, da war das größte Ding, die haben mich damals angepackt, ich war voll weg. Aber das hat mir jetzt gut getan, mittendrin einfach in die Welt Gottes abzutauchen. Das ist das Positive dann. Um einfach so konzentriert in die Welt Gottes, in die übernatürliche Welt hineingehen, weil die wirkliche Welt ist eigentlich eher die übernatürliche Welt wie die diesseitige Welt. Und da kennen wir uns so wenig aus und da braucht es auch Mystiker, versteht ihr? Zu denen sagt man auch manchmal Träumer. Wie schon der Josef im Alten Testament, der träumte auch. Aber merkt ihr, er hat diese Gabe der Mystik in sich getragen. Aber genau der wurde hochgestuft bis unter den Pharao. Weil er von Gott auch diese Gabe bekommen hat. Merkt ihr? Deswegen, die Träumermentalitäten sind jetzt nicht immer nichts wert. Im Gegenteil, da stecken manchmal Genies dahinter.
aber auch manchmal traumatisierte Menschen, die dann in eine Scheinwelt gehen, dass man es einfach verstehen kann und unterscheiden kann. Ja? Dass man halt da rumträumt, gell? Ich muss halt ein paar Bilder finden, oder reingeht, man hält die Wirklichkeit bei sich nicht mehr aus, jetzt geht man in die andere Welt. Man darf schon in diese Welt gehen, versteht ihr? Ist auch gut so. Ich glaube, im Gebet gehen wir in die andere Welt. Und dann werden wir wieder die Welt der Kreuzesnachfolge gut aushalten. Weil du in der Welt Jesu Christi deine Seele ruhig wird und ausruht. Und dann kannst du wieder hinein. Wenn man das nicht mehr findet, kann man gar nicht mehr die Kreuzesnachfolge tun. Wenn man da nicht mehr hinkommt und es nicht mehr hinschafft, dann wird es problematisch. Das ist auch bei mir. Wenn ich nicht mehr runterkomme, kann ich nur unterwegs sein und nur geben, 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 wenn ich dann nicht mehr empfangen kann von Jesus. Das ist wichtig. Kannst du nur mal lochen. Und nur tätig sein. Da kommt man in eine Übertriebenheit der Tätigkeit und nimmt sich zu wichtig. Nein, in dieser Welt auch, wenn wir hineingeht, da findet man auch Jesus. Aber man kann manchmal auch in Zerstreutheit, in Träumerei hineingehen. Die kleine Teresa sagt ja, wie soll man mit den Zerstreuungen umgehen? Viele kommen oft einmal und sagen, Herr Pfarrer, ich bin, wenn ich in die Kirche gehe und jetzt Anbetung mache, wie eine Waschmaschine. Da geht's los. Und da sagt die kleine Teresa, das habe ich mir zu Herzen genommen, etwas ganz Gutes. Mach die Zerstreuungen zum Gebet. Jesus, das schenke ich dir. Und dann kommt wieder das. Ja, wie kann ich über das nachdenken? Ich bin jetzt vor Jesus. Ja, gib's mir. Mach's zum Gebet und bete noch für den Menschen, der dich jetzt da aufgeregt hat. Okay, das geht mal ab. Das nächste ist, oh, die Zustände in der Kirche. Okay, gib's mir. Versteht ihr? So, mach sie zum Gebet und nicht reg dich nicht über die Zerstreuungen auf. Und da musst du alles abgeben, werft alles auf mich und auf einmal bist du dann, da kommt nichts mehr und da kannst beten. Und das darf sein. Und viele regen sich darüber auf, ja, Jesus will doch deinen Alltag haben. Ja, die Probleme mit den Kindern, mit dem Ehemann, mit der Ehefrau und mit dem und mit dem Arbeitsplatz und dieser Mobbing. Oder heute habe ich mich geärgert. Da ist der Kaktus um die Ecke gekommen und dann habe ich wieder genug gehabt. Dann bring mir diesen Kaktus. Merkt ihr? Mach alles zum Gebet, reg dich nicht auf, du bist ein Mensch. Wir müssen alles mitbringen zu unserem Gott. Und er will alles haben, er interessiert sich für alles, was dir widerfährt. Und gibt seinen Kommentar in leiser Weise dorthin und sagt, komm, dann bleib jetzt mal so da, werde ruhig und ich gebe dir Frieden ins Herz. Mach die Zerstreuungen zum Gebet. Reg dich nicht mehr auf. Du musst auch... alle Heiligen waren zerstreut, aber sie sind mit den Zerstreuungen gut umgegangen. Manchmal können es die Kinder ganz gut, versteht ihr? Die sind da und dann schauen sie an. Sie können viel mehr Mystiker sein, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Einfach in diese Welt Gottes hineinzugehen. Hat mir so gefallen, das Bild. Merkt ihr? So, die sind so nah dann dran. Wir können weggleiten und sind in der Welt drin. Warum gehen wir nicht oft einmal in diese Welt Gottes? Das Nächste. Also die Zerstreutheit, jetzt wisst ihr das. Die Unzuverlässigkeit. Und das ist ein Ding, gell? Wenn man das kommt, auf mich ist Verlass, ich komme immer zu spät. Das hat mir so gut gefallen, versteht ihr? Und das kannst du dir vorstellen, in der Gemeinschaft ist es auch mal so, dann regt man sich auf. Dann regt man sich auf und kommt dann immer zu spät. Und manche schaffen es nicht. Manche schaffen es nicht. Und die pünktlich sind,
da ist etwas los, du. Und da kracht es halt ohne Ende, immer zu spät zu kommen, versteht ihr? Zu spät, zu spät, zu spät. In diese Unzuverlässigkeit und wie du da hineinkommst. Ja? Und wo du einfach so Entscheidungen triffst. Jetzt gehst du. Vielleicht, dass du sagst, Jesus wartet im Anderen auf mich. Ich will ihn nicht verärgern. Jesus wartet im Anderen auf mich. Bei den Arbeitskollegen, bei meiner Ehefrau, bei meinem Ehemann, in den Freundschaften, Begegnungen. Dort haben wir es gesagt. Wenn es mal nicht passiert oder so passiert, dass man es vergisst, dann sagt man einfach Entschuldigung, dann macht es auch nichts. Aber ich glaube, da hinzukommen, ist halt, Jesus wartet im Anderen auf mich. Das hat mit Jesus was zu tun. Was ihr eines meiner geringsten Brüder und Schwestern getan hast, das habt ihr mir getan. Und das gilt auch im Umgang. Und dann kann man das überwinden. Dann ist man beschäftigt, gell? Und dann geht schon los. Oh, ich komme schon. Oder dann denkst du schon, was habe ich jetzt für ein Sprüchchen? Oder was sage ich, für Ausreden habe ich? Dann geht es in die Lüge hinein. Ja? Oft einmal ist es so. Und dann geschieht es natürlich am Arbeitsplatz so oder im Kloster so und so weiter und so fort. Da können wir wirklich so auch das ganz tief dem anderen schenken, dass wir ihn auch schützen, dass er sich nicht ärgert und dass wir auch pünktlicher sind. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist die Unzuverlässigkeit, jetzt kommt die Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit, genau. Dass wir nicht gleichgültig sind. Wir dürfen in dieser Welt, meine Lieben, nicht gleichgültig sein und lau sein, denen gegenüber, unseren Brüdern und Schwestern, die noch nicht den Glauben haben. Das muss ein Brand sein in unserem Herzen. Deswegen sagt der heilige Dominikus, und hat ganze Nächte durchgerufen, was geschieht mit den Sündern? Was geschieht mit den Sündern? Was geschieht mit den Sündern? Nicht so, versteht ihr, dass wir draufgehen dabei. Wir bleiben in der Freude, aber wir haben auch eine Trauer in uns. Das ist die Seligpreisung. Selig, die Trauernden. Wir trauern und wünschen es unseren Brüdern und Schwestern, dass sie den gleichen Schatz lieben, den wir gefunden haben. Oder dass sie ihn finden, den wir gefunden haben. Da dürfen wir nie gleichgültig sein. Das ist eigentlich die Antriebsfeder auch für alle Evangelisation, für die ganze Missionierung des ganzen Erdballes zum Christentum. Die Gleichgültigkeit, nein, der andere soll in seiner ganzen Religion in der Weise glücklich werden und selig werden. Man sagt, nein, nein, Christus hat gesagt, ganz einfach, keiner kommt zum Vater außer durch mich. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Geht hinaus, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch gesagt habe. Lehrt sie alles zu befolgen. Aber die Frage ist, wie man es gemacht hat. Manchmal durch Aufdoktroyierung, manchmal durch Zwang. Und das sollte nicht so geschehen, sondern in Liebe. Und da werden sie es als Schatz finden. Auch wenn wir Prügel abbekommen und sie attackieren uns, verunmöglichen uns, treiben uns in die Enge und machen irgendetwas. Das macht nichts. Wir haben diesen Schatz gefunden. Und wir tragen ihn in zerbrechlichen Gefäßen. Aber wir wünschen und trauern und weinen auch manchmal wirklich. Warum nehmen sie es nicht an? Dann ist die Liebe groß in dir. Das ist eine Traurigkeit, die aus der Liebe hervorkommt. Die diesen Schatz dem anderen wünscht. Was du selbst für einen Schatz hast in dir.
Da kannst du es gut verstehen. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und wann werden wir getröstet werden? Wenn der Herr sich uns offenbart, wenn er mal den Heiligen Geist ausgießt, wie es auch jetzt immer wieder in der Heiligen Schrift angekündigt wird, dass eine Seelenschau kommen soll, wo sich jeder Mensch so sieht, wie er vor Gott steht. Mei, diese Predigt des Heiligen Geistes. Dann kann keiner entrinnen, kein Muslim, kein Hinduist, kein Buddhist, keiner in der Naturreligion, dann wirst du dich sehen. Und wir werden sehen, dass der einzige und wahre Gott, der Gott ist, der am Kreuz für uns gestorben ist. Denn dieses Zeichen wird am Himmel erscheinen. Und die Völker der Erde werden wehklagen. Dieses Zeichen wird erscheinen. Das sagen auch die Mystiker. Aber wir müssen immer wieder auf die Heilige Schrift zurück. Das ist angekündigt in Garabandal, angekündigt wahrscheinlich genauso in den Geheimnissen in Medjugorje. Und übrigens, das nachfolgende Wunder, das geschehen soll, das vorwiegend wahrscheinlich an den Marienwallfahrtsorten geschehen wird, was sind das für Zeichen? Das heißt ja, es kommen Zeichen, unauslöschliche Zeichen nach dieser Seelenschau. Bete jetzt schon dafür, dass sie alle den Glauben annehmen. Eifer dafür, sei nicht gleichgültig. Gott wird predigen durch den Heiligen Geist. Er wird den Heiligen Geist in alle Herzen hineinbringen und jeden Menschen erkennen lassen, wie er vor Gott steht. Und das wird so eine gewaltige Kraft sein, dass wir Priester nicht mehr aus den Beichtstühlen rauskommen. Die bringen uns die Pizza noch dorthin. Hauptsache, sie halten durch und erheben die Hände und sprechen uns los von der Sünde. Das Zeichen wird sein, was sind das für Zeichen? Was sind das für Zeichen? Steht auch in der Heiligen Schrift. Die Feuersäule bei Nacht und die Rauchsäule bei Tag. Ein unauslöschliches Zeichen, das Zeichen des Bundes im Alten Testament. Da werden die Juden noch bekehren, wenn er dann Marienwallfahrtsorten diese Zeichen des Bundes sein werden. In Medjugorje, auf dem Erscheinungsberg. In Garamandal, vielleicht in Wiegratsbad, Marienfried in Heroldsbach. Versteht ihr, dürft euch nicht meinen, dass irgendwie Gott es nicht im Griff hat. Er weiß genau, was er zu tun hat. Der holt die Eisen aus dem Feuer raus. Und das wird geschehen zum Beispiel. Was ich auch für ein gutes Prophetiewerk halte, wird überhaupt nicht gelesen, Don Gobi. Wisst ihr, was dort steht, was Maria sagt? Wenn alles scheint, oder ne, sie sagt sogar, es muss für den Satan den Anschein haben, dass er alles besiegt hat. Und dann werde ich eingreifen. Dann wird Gott eingreifen. Weil das können wir gar nicht mehr machen. Wir können jetzt ein bisschen predigen, versteht ihr schon. Aber diese Predigt des Heiligen Geistes, die wird in alle Herzen hineinkommen. Da wird nachher auch, so heißt es, nachher diese Zeichen erscheinen, diese Zeichen, die nicht weggemacht werden können. Da kannst du mit dem Bagger herkommen, da kannst du durchfahren, da geht nichts, verstehst du? Diese Rauchsäule bei Tag, diese Feuersäule bei Nacht, stell dir mal vor, was da los ist. Steht sogar in der Heiligen Schrift. Die Rauchsäulen und Feuersäulen. Steht in der Heiligen Schrift. Für den, ich glaube, bei Joel steht sogar noch. Man muss ein bisschen lesen, dass man weiß, es sind zwar die Prophetien da, ja, wo steht das in der Heiligen Schrift? Sonst kannst du es vergessen. Sonst ist die Prophetie nicht echt. Und nachher wird dann die Reinigung kommen. Stell dir mal vor, wenn Gott jeder sich sieht, wie er vor Gott steht. Und die Herren, die kehren trotzdem nicht um. Was wird dann geschehen? Das ist die äußerste Barmherzigkeit,
Wisst ihr, es ist eigentlich eine Sünde wider dem Heiligen Geist, dass sie dann nicht auf Gott hören. Und dann kommen Sanktionen. Aber seht ihr, wie der barmherzige Gott vorgeht, dass er so eine Gnade uns noch schenkt. Müssten wir da nicht hinstehen und sagen, nee, jetzt aber los. Manche sind so, es ist alles am Ende. Ich sage es euch, jetzt beginnt's. Und wir gehören zum Sieger. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt. Unser Glaube, das besiegt die Welt. Und diese Zeichen werden kommen. Das ist wie das Amen in der Kirche, das sage ich euch. Wenn noch viele es nicht glauben, auch wenn es in der Heiligen Schrift steht, versteht ihr? Aber jetzt dann auch angekündigt wird durch diese großen Mariens-Wallfahrtsorte und so weiter. Durch die Prophetie, die auch in der Weise dann übereinstimmt ist. Sie muss immer mit der Heiligen Schrift übereinstimmen, sonst kannst du sie gleich wegwerfen. Das sind so viel Falsche unterwegs. Genau wie das, ich habe es ja schon mal gesagt, oh, da kamen Kommentare dann auf den YouTube-Kanal mit dem Buch der Wahrheit. Es ist wirklich schon in sich, dieses Buch der Wahrheit, dass ein Buch sich die Wahrheit nennt, wo wir nur ein Buch der Wahrheit haben, die Jesus Christus heißt. Das zeigt schon, dass dieses Buch das größte Lügenbuch ist. Aber da sind so viele ganz ultrakonservative Leute unterwegs, die dann im Grunde in einer Depressionsphase sind, und sagen, diese Kirche, mit der kann ich gar nichts mehr anfangen, mit dem Papst kann ich auch nichts mehr anfangen und so weiter und so fort. Und das ist der Antichrist und was weiß ich nicht alles. Wer da drin noch gesagt, versteht ihr? Ich habe es, glaube ich, schon vor zwölf Jahren, habe ich mal mit einer, die war ganz verrückt auf das Buch, das ist hier mal durchgegangen, jetzt bleiben wir da, komm, ich habe die Bibelkonkordanz geholt und das Griechische und habe ich ihr erklärt, gesagt, schau, in dieser Botschaft sind schon vier theologische Fehler drin. Das kann nie von Gott sein. Nach einer Stunde hat sie gesagt, du hast recht. So lang gilt schon der Kampf gegen dieses Lügenbuch. Und sie ist eigentlich im Grunde entlarvt worden. Geht da nicht rein, der kriegt eine Gehirnwäsche ab. Und schmeißt das, was er zu Hause hat von dem Buch der Wahrheit, konsequent weg. Und genauso, die Masche ist wieder da, wie wir bei vielen falschen Propheten. Sie binden euch durch Gebete. Das sind dermaßen viele Gebete, die haben dann ganz, ganz viele Gebete und da kommt der Dämon auf euch. Wir müssen die Leute abtrennen. Wir müssen den Dämon, der Lüge, abtrennen. So kann der Satan verfinstern, weil sie nicht an den geglaubt haben, den der Vater gesandt hat. Wieder das Gleiche, versteht ihr? Es bleibt immer beim Wort. Liebe das Wort. Ich liebe es, versteht ihr? Es ist der Führer für uns. Aber kennt es, versteht ihr? Seid nicht gleichgültig. Oh, so ein tolles Bild, gell? Diese Gleichgültigkeit, versteht ihr? Nein, eben nicht. Seid jetzt angespannt wie ein Flitzenbogen, sagt man so im Badischen, gell? Oh, jetzt geht's richtig los. Und Niedergangszeiten sind eine Vorbereitung für einen neuen Frühling in der Kirche. Jetzt werden Fakten geschaffen, jetzt ist Gott dran aufzuräumen. Jetzt kommt eine neue Zeit, jetzt schüttet er Gnaden aus ohne Ende. Ich sag's euch, ich spüre das sogar durch Corona. Noch mehr Gnade, noch mehr Gnade, noch mehr Einsichten ins Wort Gottes. Man versteht immer mehr. Geht aus dieser Lethargie heraus. Und freut euch. Wir gehen dem Herrn entgegen. Gerade das Gegenteil. Nicht Untergangsstimmung, sondern Aufbruchstimmung. Aufbruchstimmung. Die Gleichgültigkeit, versteht ihr, manchmal auch so, dass wir am Leid des anderen vorbeigehen. Schau mal, die sonnen sich und die laufen spazieren. Und da ist eine Gleichgültigkeit da. Alles, was du
den geringsten meiner Brüder und Schwestern, immer, wir müssen immer Brüder und Schwestern, wenn es Brüder heißt in der Heiligen Schrift, sind immer Brüder und Schwestern gemeint. Das ist keine Diskriminierung. Hast du mir getan? Sehr wichtig, dass wir da nicht vorbeigehen auch. Und da muss auch Kirche immer präsent sein. Ihr seht auch in denen, wir müssen auch für Menschen beten um Heilung, Befreiung, Erlösung und die ganz kaputten Seelen, dass wir nicht vorbeigehen. Der Priester geht vorbei, er sah ihn und ging weiter. Der Levit, der Ministrant, der den Dienst im Tempel jetzt mit dem Priester zu tun hat und vorbereitet natürlich und mithilft, wie sein Ministrant im Grunde macht, er sah ihn und ging weiter. Und da kam ein Samarit, also ein Samaritaner, einer aus einem heidnischen Gebiet, also halbheidnischen Gebiet, und der hat das Herz am richtigen Fleck. Also es ist ein provokatives Gleichnis, wo Jesus das setzt und wo er zeigt, macht das in meiner Kirche nicht. Geht an den verletzten, verwundeten, zerstörten Existenzen, halb totgeschlagenen vom Teufel, durch die Esoterik kaputt gemacht und durch alle möglichen Traumata, Schockzustände und Verletzungen, Verwundungen. Geht nicht vorbei. Seid nicht gleichgültig, sondern nehmt diese Menschen in den Fokus. Seid da nicht gleichgültig. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann kommt noch eins. Das ist, jetzt habe ich da ein bisschen was durcheinander gebracht. Das ist auch die Kreuzesliebe. Das hätte eigentlich da dazugehören müssen. Da ist was durcheinander gekommen. Aber ihr seht, hier im Bild, wisst ihr, wo dieses Bild her ist? Aus Israel. Aus Jerusalem. Jerusalem. Das ist bei der Station, Jesus nahm das Kreuz auf sich. Schaut mal, diese Bereitschaft, das seid alle ihr. Ihr seid jetzt eine Mannschaft geworden, oder? Alle wie einer in Christus. Sie schauen alle auf ihn, sie eifern ihm nach. Es ist echt schön, das Bild. Sie schauen wie gebannt auf ihn, sie schauen, was er tut und eifern ihn so nach. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich, so folge mir nach. Was musst du eigentlich verleugnen in dir? Das haben wir jetzt gelernt durch die ganzen Geschichten hier und die Untugenden. Das, was von der Erbsünde da ist, das verleugnest du. Habt ihr jetzt abgegeben, ganz wunderbar. Und der Herr konnte an euch wirken. Und nehme täglich sein Kreuz auf sich. So folge er mir nach. Das ist Kreuzesnachfolge. Immer der Blick auf den Herrn. Dann wirst du immer auf dem rechten Weg bleiben. Das ist auch so etwas, die Seele, die ganz auf den Herrn gerichtet ist. Sie schaut auf ihn. Kennt ihr die Geschichte? Da war ein Bruder, ein Kloster, Schwester, da war ein Kloster, Männerkloster. Und da ist alles drüber und drunter gegangen. Die haben gestritten ohne Ende und war ein Klima im Konvent, alles zerrüttet. Und der eine Mönch sagte, ich halte es nicht mehr aus. Ich verreise jetzt. Okay, hat schon den Plan zurechtgelegt, alles ins Köfferchen. In der Nacht, wo alle Mönche schlafen, hat er alles zusammengepackt, schnell rein und dann schnell runter die Treppen, zack, 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 zack. Und dann kommt er natürlich, dass er rauskommt, in den Kreuzgang. Kennt ihr den Kreuzgang, oder? Den Heiligen Kreuz, was schon mal war, wo die Mönche dann laufen im Kreuzgang. So ist es immer angeordnet, die Klöster. Auch dort habe ich jetzt das erfahren, im Heiligen Land, wo der Abendmahlsaal ist, der authentische Abendmahlsaal, ist unten drin ein Kreuzgang von einem Kloster. Dort haben sie wirklich das Kloster gehabt und haben diesen Raum verwaltet.
Du siehst es ganz genau noch. Sie sagen zwar, es ist das Grab des David, stimmt aber nicht. Es war das Kloster unten drin, das angesiedelt wurde in der byzantinischen Zeit. Da hat man das natürlich alles aufgebaut. Und dann der Kreuzfahrerzeit. Und da war der Kreuzgang ganz, ganz deutlich zu sehen. Aber ziemlich viel kaputt und zerstört und so. Und dann ist er runter die Treppe, lief in den Kreuzgang und sah Jesus, wie er das Kreuz schleppte. Keuchend schleppte er das Kreuz und drehte sich um und schaute ihn an. Der war wie versteinert, aber ein mitleidvoller Blick. Dann hat er das Köfferchen wieder genommen, ist die Treppe hoch, hat das Köfferchen schön ausgepackt, weil auf einmal war Jesus weg. Dann stand er da, was mache ich? Und er hat ihm gezeigt, willst du jetzt abhauen vor dem Kreuz? Willst du abhauen vor dem Kreuz? Oder trägst du es genauso wie ich? Und er ist zurück. Und der Konvent hat sich wieder verändert. Versteht ihr? Manchmal, wenn wir das Kreuz wegwerfen wollen und denken, ja, das wäre doch leichter. Da wirst du immer das Falsche bekommen. Trage das Kreuz, was du bekommen hast in deinem Leben. Dieses Kreuz führt dich in den Himmel. Lasst uns unser Kreuz aufnehmen und Jesus nachfolgen. Merkt ihr? Ja? Lasst uns nicht feige sein. Ja? Deswegen heißt es in der Apokalypse wieder, täuscht euch nicht, die Feiglinge werden nicht in das Reich Gottes kommen. Müsst ihr mal das nachlesen. Ich glaube, im 21. oder 20. Kapitel ist dieser Aufruf. Täuscht euch nicht. Die Feiglinge. Also quasi, die sich ständig schämen für das Wort Gottes. Da braucht es ein Rückgrat. Deswegen brauchen wir die Tugend des Starkmutes. Maß, Gerechtigkeit, Starkmut. Das sind auch die Kardinaltugenden, 4 sind es insgesamt. Und da brauchen wir dieses Starkmut, um nicht in der Feigheit da zu sein. Nämlich wenn wir die Welt gewähren lassen, dann frisst sie uns auf. Dann frisst sie die ganze Kirche und demontiert sie. Nein, wir müssen stark sein und ihnen sagen, was Jesus, was die Wahrheit von Jesus ist, dass sie umkehren können. Das ist das Entscheidende. Ja? Und von dieser Heidenangst wegkommen, die manchmal so tief in uns drin steckt. Das hat man jetzt gesehen in der Corona-Zeit, wie viel Angst, wie man mit der Angst agieren kann. Das ist Wahnsinn, echt. Also was man da erlebt hat, ist schon gewaltig. Wie man auch manipulieren kann. Und dann kommen die Leute fast nicht mehr runter, wenn dieser Virus der Angst drinnen ist. Das ist gewaltig. Genauso dürfen wir nicht die Angst verbreiten. Dann sind wir Verführer vom Volk, dann sind wir jene, die ständig irgendwie was da, um der Mensch, dass er nachläuft. Das ist ja gerade sektenhaft dann. Die machen ja ständig mit Untergangsszenarien, dass sie diese Angst verbreiten und dann die Massen hinter sich bringen wollen durch die Angst. Genau das nicht. Genau das nicht. Wenn diese Angst mal drin ist, die Sorgen, die macht alles kaputt. Sondern die Zuversicht und die Hoffnung. Wenn so ein Mensch oder eine Mutter voller Sorgen ist, voller Ängste ist, manchmal ist es auch drinnen,
schon im Mutterschoß, eben wenn man abgetrieben werden sollte oder wenn sie einem nicht gewollt haben, dann ist die Angst einfach stärker. Deswegen durften wir gestern Abend so tief hineinbeten, dass diese Angst verschwindet, auch durch die Todesangst Jesu Christi weggeht, dass wir in diese Zuversicht und in die Hoffnung hineingehen. Das ist schon gewaltig, die Angst, was die in Existenzangst, Zukunftsangst, Angst vor den Prüfungen, Angst vor dir selbst, Angst vor der Angst. Manche haben sogar Angst vor der Angst. Manche haben sogar Angst, dass sie wieder Angst haben, dass sie das wieder denken können. Dass die Zwangsgedanken wiederkommen. Dass ich schlecht über mich denke. Angst vor dem Teufel, etwas ganz Schlimmes. Dabei ist er schon besiegt. Deswegen ist Jesus in die Todesangst, um uns aus dieser Angst herauszuholen. Wir gehen manchmal auch so hin, versteht ihr, wenn Kinder diese Angst mitbekommen haben, Mutterschoß oder in der Kindheit und dann eingeschüchtert wurden, dann sind sie in diesem, merkt ihr, sie wollen in den Kerker. Angst. Da bist du drin gefangen. Also in dieser Heidenangst. Merkt ihr? Deswegen die deutsche Sprache, gell, ist so gut. Immer die Begriffe Heidenangst. Wir haben nicht diese Angst. Die Christen haben nicht diese Angst. Weil in der Schrift steht, im Neuen Testament, wo Furcht und Angst ist, ist die Liebe nicht vollkommen. Furcht und Angst rechnet mit Strafe. Es ist fast ein Fremdwort im Neuen Testament, die Angst. So zuversichtlich und hoffnungsvoll ist unser Glaube. Ja? Dass wir aus diesem Finsternis und Todesschatten hinwegkommen und in dieses Licht hineingehoben werden und uns die Freude des Evangeliums schenken lassen dürfen. Und das aufstrahlende Licht aus der Höhe wird uns besuchen, die wir in Finsternis sitzen und in Todesschatten, um unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Seht ihr, Gott hat uns besucht, um uns aus dem herauszuholen. Die Ängste werden immer schlimmer. Dann haben wir wieder Angst, der Strom geht weg, dann haben wir Angst, jetzt die ganze Welt geht kaputt und das Klima, man arbeitet nur mit den Ängsten. Dann drückt man rein und dann will man was erreichen. Man arbeitet so oft mit den Ängsten. Dann wird man wieder irgendwie beschäftigt, dann kommt die Angst, dann ist wieder die Kriegsangst, dann ist natürlich die Angst da und. Merkt ihr, Gott ist gekommen. So steht es. Das aufstrahlende Licht aus der Höhe, das ist Christus, wird uns besuchen, das steht im Benediktus, um zu allen zu kommen, die in Finsternis sitzen und in Schatten des Todes, um unsere Schritte zu lenken, auf den Weg des Friedens, das ist Christus. Ja, jetzt kommt es nochmal. Jetzt sind wir so am Ende angekommen. Wir danken Gott, dass wir in die Freude kommen. Ich drücke jetzt gerade mal da drauf, um noch euch ein positives Bild am Ende zu geben. Den Herrn nochmal. Er, der auf uns wartet. Er, der für dich gearbeitet hat, jetzt in diesen Tagen. Er, der nicht locker lässt, bis er dich verändert hat. Und zwar schön gemacht hat. Er, der dich neu gemacht hat durch seine Sakramente. Er, der unsere ganze Liebe ist, auf ihn schauen wir. Lass dich von Christus verändern und neu machen.
Jetzt haben wir den Weg ein bisschen aufgezeigt bekommen. Man müsste noch vieles sagen, man kommt an kein Ende. Das dürft ihr jetzt zu Hause selbst weitermachen. Und macht es gut. Ja? Und macht eines, liebt ihn. Und wenn er ihn liebt, wird er euch alles zeigen. Immer dem Geliebten wird es geschenkt. Wisst ihr, wer die tiefste Erkenntnis hat in Christus? Sie, die Liebe ist, der Lieblingsjünger, der das tiefste Evangelium schreibt, der Lieblingsjünger, der die ganze Zukunft eröffnet wird, der Lieblingsjünger, der eingeladen ist, am Herzen des Sohnes zu ruhen, am Herz des Erlösers zu ruhen. Merkt ihr, liebt und der Liebende, dem wird alle Gotteserkenntnis gegeben, nicht dem Gescheitesten, sondern der mit dem Herzen liebt, werden die Geheimnisse geschenkt. Das ist es. Ihr seid da eingeladen. Das macht er nicht bei denen, die gescheit sind, die klug sind im Sinne der Welt, sondern er macht es bei denen, die ihn lieben. Eröffnet er die tiefsten Geheimnisse seines Wesens, der in seiner Person der Reichtum des Vaters ist. Er ist das Reich. Und der Reichtum will er, und er ruht nicht, bis er dich verändert hat, bis er dich neu gemacht hat, bis dieses Bild in dir ist. Ich sage mir als Jesus, was du aushältst, wie du geduldig bist mit uns, dafür bist du alles Lobes würdig. Und Jesus, ich bitte dich, hör nicht auf. Arbeite an uns und verändere uns. Mach uns neu. Am besten durch deine Liebe, nur durch das. Und wir lassen es zu, dass du es darfst. Das sind die besten Werbespots, die besten Reklameveranstaltungen für den Glauben. Ihr, wenn es annimmt. Ihr seid der Werbespot. Der Christ, der Christus in sich trägt. Das ist der beste Werbespot. Die appetitanregende Maßnahme für diese Gesellschaft. Wir dürfen ihnen Christus zeigen, indem er selbst so in uns Platz nimmt. Und sie wieder Christus in uns begegnen dürfen. Das ist dann Kirche. Aber wir nehmen nichts anderes, nichts Wenigeres an, wie den, der alles ist. Er ist alles. Er ist die Fülle. Und das ist unser Anspruch. Das ist unsere Identität. Das ist unsere DNA, die christliche DNA. Christus. Der neue Mensch. Und wir ziehen ihn an. Bis alles nur noch Christus in uns ist. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in uns. Deswegen auch der Kurs. Diese Arbeit geht jetzt weiter und ich sage es euch, er freut sich schon auf euch. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.